Wer nebenbei noch etwas verdienen will, sollte jetzt gut zuhören. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der Spiele, mit denen man reich werden kann. Bevor wir anfangen, abonnier nicht vergessen, um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen. In dieser Liste sehen wir uns die professionelle und bezahlte Gaming-Welt an, mit Schwerpunkt auf Spiele, die für diese Thematik bekannt sind. Hier geht es speziell um Games, bei denen man durch Wettkämpfe, YouTube-Videos oder auch Streaming Geld verdienen kann. It's really starting to hurt me, not gonna lie. It is really starting to hurt. I could put out Karen, but I want to make sure I armor up. Number 10, Rocket League. Ball bounce so awkwardly. Marky goes up and somehow managed to put the ball on a downward direction, but it's not going to be good enough. Fußball mit Raketenautos ist wohl ein größeres Geschäft. Demnach konnten Spieler über $100,000 Preisgeld seit der Veröffentlichung im Jahr 2015 gewinnen. Entwickler Psyonix hat sogar ein jährliches Rocket League Championship begonnen, wobei im Finale $55,000 gewonnen werden können. Unbelievable play, and that is going to solidify your MLG Season 1 Champion. Und das war noch bevor das Spiel bei Twitch richtig beliebt wurde. Bei einer derart konsistenten und hohen Zahl an Aufrufen ist es auch nur schwer vorstellbar, damit keinen Profit zu erzielen. Nummer 9, Smite. Thank you so much, Alex. Here we are, Game 1 of the Smite World Championship. Are you guys ready? Während des Aufstiegs der Online-Kampfarenen hat auch das mythologisch angehauchte Smite einige Fans bekommen. Damit wurde der Titel auch ein zunehmend wichtiger Kandidat zum Geldverdienen, besonders in der E-Sport-Szene. Let's see who's playing what and where they're going. Bottom side of the map, the blue team, the green side, pristine team, solo mid coming through. Die offiziellen Smite World Championships in den Jahren 2015 und 16 hatten jeweils ein Preisgeld von über $1 Million, wobei 2015 insgesamt Gewinne im Wert von $2,6 Millionen ausgeschüttet wurden. Weiterhin wird berichtet, dass professionelle Smite-Spieler von bestimmten Firmen fürs Spielen bezahlt werden und der Betrag wird bei Siegen noch erhöht. Please make some noise. Nummer 8, Call of Duty Reihe. Welcome back to the MLG Play 4v4 Search and Destroy Kickoff. You just saw map number 1 on Warhawk. Der bekannte Militärshooter von Activision ist erwartungsgemäß eine gute Möglichkeit für begabte Spieler, um an etwas Geld zu kommen. Das Team, das die seit 2013 jährlich stattfindende World Championship gewinnt, erhält $400,000 oder noch mehr. And that is gonna do it. 40 kills dropped by Crimsix as they roll through Apotheon on map number 1. Auch ohne Wettkämpfe gibt es aber was zu holen. Streamen von Call of Duty ist genauso profitabel, wenn nicht noch besser. Bekannte COD-Streamer haben berichtet, dass sie regelmäßig bis zu $2,000 an Spenden erhalten. Und dazu kommt auch noch der Anteil der Abonnierungsgebühren von Twitch. Oh mein Gott! Nummer 7, Hearthstone. Druid against Pavel has an abysmal win rate. He 4-0'd both Omega Zero at opening week. Karten, Fantasy und ein gutes Verständnis für den Wettkampf. Hearthstone-Spieler haben bereits in Hunderten von Turnieren seit dem Release teilgenommen, wobei Millionen von Dollar ausgezahlt wurden. Blizzard und andere Firmen wie die internationale Esports Federation haben schon Turniere für Heroes of Warcraft veranstaltet. Es wird sogar behauptet, dass im Jahr 2014 15 Personen mehr verdienen konnten als mit dem Mindestlohn. Und das nur dank den Wettkämpfen. It's time for them to compete for the biggest title in Hearthstone. It is time to crown a 2016 World Champion. Mit Sponsorenverträgen sollte das Spielen auf diesem Level für viele Teams auch weiterhin kein Problem sein. You asked for it. I most certainly did not. Nummer 6, Horrorspiele. Angst und dabei eine Kamera vor dem Gesicht. Mit der Veröffentlichung von Survival-Horror-Spielen wie Amnesia oder Outlast wurden die Reaktionen von YouTubern auf dieses angsteinflößende Material ein ganz eigenes Genre. Vor allem ein sehr beliebtes Genre. Zum Beispiel Videos mit dem Spiel Five Nights at Freddy's bekommen regelmäßig über 1 Million Aufrufe. Leave it like this! Where's Big Yellow? There's Big Yellow. Is he still there? Still there? Egal, ob die Spieler langsam in den Jumpscare geladenen Levels voranschreiten oder sich andauernd über ständige Tode im Spiel beschweren. Horrorspiele bringen für YouTuber eine Menge Einnahmen. Turn up the lantern. All right, leg, teach me how to run fast. Nummer 5, Counter-Strike Global Offensive.
Der vierte Teil in der Counter-Strike-Reihe Global Offensive ist nicht nur ein beliebtes Spiel, sondern bringt auch den Spielern selbst finanziellen und spielerischen Erfolg. Es wird berichtet, dass Streams von Global Offensive ungefähr 10% des Marktes einnehmen, womit im Durchschnitt 60.000 Zuschauer erzielt werden. Damit konnten mehrere Streamer aus diesem Hobby einen Alltag machen und somit auch Sponsorenverträge erhalten. Weiterhin finden Turniere von Valve oder anderen Firmen für Global Offensive statt, wobei bereits über 23 Millionen Dollar an Pro-Gamer ausgeschüttet wurden. And he also takes down Schneider, 14-6. You gotta get a lot of rounds in a row here. Nummer 4. StarCraft-Reihe. Neeb's mental state. He needs to be very strong. It's a Grand Finals again. Last time he lost in the Finals to Hydra. He's facing a Terran that's a little bit of a wildcard, so he needs to make sure he's on his A-game. Auch wenn StarCraft 2 die Reihe auf ihren Höhepunkt der Beliebtheit brachte, konnte man schon seit dem ersten Teil damit Geld verdienen. Seit 1998 ist die Science-Fiction-Strategiesaga ein wichtiger Teil für die Entwicklung der professionellen Gaming-Szene, besonders in Südkorea, wo das Spiel inoffiziell als nationaler Sport angesehen wird. It's kind of figured out on the proto side of things. Right. Yes. We go for yes. Dago. Über die Jahre wurden auf StarCraft über 20 Millionen Dollar ausgeschüttet und einige Spieler sollen jährlich über 200.000 Dollar verdienen. Somit ist es einfach zu behaupten, dass wenn man mit Strategiespielen Geld verdienen will, ist StarCraft die erste Anlaufstelle. Nummer 3, Minecraft. Can we get a reset in here, everybody? How you doing, man? It's been a while. Dieses Block- und Bastelspiel erfreut sich immer noch großer Beliebtheit, auch wenn für manche dabei nur etwas Bestimmtes im Vordergrund steht. Mehreren Berichten zufolge gehört Minecraft zu der Top 10 der meistgesehenen und beliebtesten Spiele auf Twitch. Das Einkommen, das durch Werbeanzeigen und Abonnenten mit diesem Spiel erzielt wird, ist so hoch, dass man daraus eine Karriere machen kann. That was magical. That was so good. Auch YouTuber konnten mit Minecraft erfolgreich werden, was Meldungen erklärt, wie zum Beispiel, dass sich der YouTuber Captain Sparkles ein Haus in Los Angeles im Wert von 4,5 Millionen Dollar leisten konnte. I'm gonna be replacing some furniture, right? I'm gonna be doing that whole designer thing. Nummer 2. League of Legends. Dieser Titel von Riot Games hat schon einige internationale Ligen und Turniere hinter sich, wobei es auch immer relativ große Preispools gab. Damit ergab sich für professionelle Gamer und ihren Teams hohe Auszahlungen von 200.000 bis zu 5 Millionen Dollar. It's gonna be SKT that will take game one. They are definitely favorites in this tournament. Have been since the start. Aber das ist noch nicht alles, da auch hier Turniere nur eine Möglichkeit darstellen, um Geld zu verdienen. Pro-Gamer in League of Legends verdienen auch durch viele Sponsorenverträge und Website-Partnerschaften ihr Geld, verkaufen Fanartikel oder werden sogar fürs Spielen bezahlt. Nummer 1. Dota 2. Welcome to the International. Valve weiß wirklich, wie man eine Geldmaschine entwickelt. Mit Preisgeldern allein wurden mit Dota 2 über 80 Millionen Dollar an Hunderten von Turnieren ausgeschüttet. Dann gibt es auch noch Streaming. Laut einem Bericht im August 2016 war zu dieser Zeit Dota 2 das meistgesehene Spiel auf Twitch. Mit Twitch-Partnerschaften, bezahlten Abonnements und Werbeeinnahmen bedeutet das eine Menge Geld für Streamer. Geld! E-Sports-Journalist Andrew Yatsenko schätzt das potenzielle Gehalt eines professionellen Dota 2-Spielers auf über 15.000 Dollar pro Jahr und dabei sind Sponsoren gar nicht mit einberechnet. So I think I'm one of the least interesting things about this tournament. We have a bunch of surprises planned. So let's get started. Was hältst du von der Liste? Für noch mehr lohnenswerte Top 10s abonniere einfach Watch Mojo Deutschland.